Wie gut bist du in Microsoft Excel wirklich? In diesem Video werden wir gemeinsam einen Excel-Test durcharbeiten, der genauso in einem Bewerbungsgespräch kommen könnte. Er ist in fünf Aufgaben unterteilt, vom Anfänger bis zum Profi. Falls du ihn selbst versuchen möchtest, der Download-Link zur Datei. Ist unten in der Videobeschreibung. Wir werden den ganzen Test gemeinsam durcharbeiten und genau herausfinden, wie gut du in Excel tatsächlich bist. Die erste Stufe sollte für keine Person eine große Hürde darstellen. Hebe alle Zeilen mit Nettobeträgen über 4 Euro dynamisch farblich hervor. Das Ganze ist natürlich eine Aufgabe für bedingte Formatierung. Dazu stellen wir uns einfach in die erste Zeile unserer Nettobeträge, drücken STRG-SHIFT, Pfeil nach unten um alle Werte zu markieren. Danach gehen wir in bedingte Formatierung, Regel zum Hervorheben, größer als. Da wir alle Werte über 4 Euro brauchen, geben wir einfach 4 ein und wir möchten eine grüne Füllung haben und wir drücken OK. Schon sind alle Zellen über 4 Euro farblich markiert. Doch Achtung, in der Angabe steht alle Zeilen. Das heißt, neben diesen Werten sollen auch diese Werte dynamisch farblich hervorgehoben werden. Wie das funktioniert, ist allerdings Expertenwissen, das werde ich dir am Ende des Videos noch einmal erklären. Die nächste Stufe ist etwas kniffliger. Summiere die Spalte Summe nach Region mittels einer Formel, welche kopierbar sein muss. Wir haben also hier unten die Spalte Region, Deutschland, Österreich, Schweiz und hier ganz rechts die Spalte Summe. Und immer wenn ein Wert in Deutschland ist, soll er aufsummiert werden und immer wenn ein Wert in Österreich ist, unter Österreich. Das Ganze kann mit der Funktion Summe, wenn S umgesetzt werden. Wir stellen uns in die erste Zeile und schreiben ist gleich Summe, wenn S rein. Als erstes benötigen wir den Summenbereich. In unserem Fall heißt sogar diese Spalte Summe. Also in die erste Zelle gestellt, Steuerung Shift, Pfeil nach unten, alle Summen sind markiert und da sich diese Werte nicht ändern, müssen wir sie mit F4 fixieren. Danach können wir einen Strichpunkt machen und benötigen den Kriterienbereich. Unser Kriterium ist die Region. Wir sollen ja nach Region summieren. Das heißt, wir stellen uns hier unten hin, in der Spalte Region, strg Pfeil nach unten und mit F4 haben wir alles fixiert. Jetzt benötigen wir noch das Kriterium. Das Kriterium wäre in unserem Fall Anführungszeichen Deutschland, Anführungszeichen. Doch Achtung, die Werte sollen kopierbar sein. So würde das Ganze nicht funktionieren. Wir löschen das also weg und statt dem Wert Deutschland hinzuschreiben, Nehmen wir einfach die Zelle hier drüben in A3. Das Ganze müssen wir jetzt nicht fixieren, sondern einfach nur die Klammer zumachen und Enter drücken. Jetzt haben wir Deutschland, wir können nach unten ziehen, Österreich und die Schweiz. Das waren mal die ersten zwei Stufen des Excel-Tests. Ich hoffe, du hattest bis jetzt keine Probleme, jetzt wird es nämlich sehr knifflig. Falls dir das Video bis jetzt gefällt, lass doch einfach mal einen Daumen nach oben da, es dauert nur eine Sekunde. In der dritten Stufe sollen wir eine Analyse erstellen. Material mit einem Nettobetrag über 3,50 Euro oder eine Summe über 70 Euro sind in der Analyse ein A und alle anderen sind ein B. Wir haben die Werte auch noch einmal hier unten aufgeschlüsselt. Jetzt starten wir natürlich mit unserer Funktion. Das Ganze kann nicht in einer Funktion gelöst werden, sondern wir benötigen verschachtelte Funktionen. In unserem Fall können wir das mit einer Wenn-Funktion und einer Oder-Funktion lösen. Wir fangen also an mit einer Wenn-Funktion. Wenn folgendes passiert, unser Wahrheitstest hat nun zwei Varianten. Einmal Nettobetrag über 3,50 oder Summe über 70. Das heißt, unser Wahrheitstest ist eine Oder-Funktion. Und unser erster Wahrheitstest ist, dieser Wert ist über 3,50 Euro. Da wir das Ganze dynamisch machen wollen, schreiben wir 3,50 Euro nicht direkt hin, sondern nehmen den Wert hier oben unter Netto. Danach machen wir einen Strichpunkt und wir sind bei Wahrheitstest 2. Unser zweiter Wahrheitstest ist, ob die Summe über 70 Euro ist. Und wieder mal, die 70 schreiben wir nicht so hin, sondern nehmen die Werte hier oben. Die Werte 3,50 Euro und 70 ändern sich nicht. Also rot und grün bleiben gleich. Aus diesem Grund fixieren wir das Ganze in unserer Funktion noch einmal mit F4. Wir machen die Klammer zu. Und können jetzt einen Strichpunkt machen, weil der Wahrheitstest fertig ist. Wenn einer dieser beiden Werte positiv ist, also über 350 oder über 70, soll der Wert in Anführungszeichen A zurückgegeben werden. Wenn keins der beiden zutrifft, soll einfach b zurückgegeben werden. Weder der Wert 320 noch 55 sind über unseren Werten, aus diesem Grund haben wir hier ein b. Wenn wir das Ganze runterziehen, haben wir allerdings unsere Analyse. In der vierten Stufe verwenden wir andere Features von Microsoft Excel. In unserem Fall müssen wir eine Pivot-Tabelle erstellen. Erstellt eine Pivot-Tabelle aus einer intelligenten Tabelle und berechnet die durchschnittliche Summe der Materialien nach Region pro Resell-ID. Ist jetzt mal relativ viel, fangen wir von vorne an. Erstelle eine Pivot-Tabelle aus einer intelligenten Tabelle. Das heißt, das Ganze hier unten müssen wir mal in eine intelligente Tabelle umwandeln. Ganze können wir folgendermaßen machen. Wir stellen uns in die Tabelle rein, drücken STRG T. Danach fragt er uns, ob unsere Tabelle Überschriften hat. Ist der Fall? Wir drücken OK und das Ganze ist direkt eine intelligente Tabelle. Jetzt können wir eine Pivot-Tabelle daraus erstellen. Das können wir relativ einfach machen. Sobald wir eine intelligente Tabelle haben, haben wir hier oben den Button mit Pivot-Table zusammenfassen. Können wir einfach draufklicken. Er fragt uns, meinst du auch wirklich diese Tabelle? Ja, meinen wir. Und wir können K OK drücken. Es wird ein neues Arbeitsblatt erstellt, wo wir eine Pivot-Tabelle erstellen können. Wir sollen die durchschnittliche Summe der Materialien nach Region pro Reseller-ID berechnen. Das heißt, wir brauchen einmal die Region in unseren Zeilen pro Reseller-ID in den Spalten. Wir gehen also noch einmal in unsere Pivot-Tabelle und ziehen die Region in die Zeilen. Wir haben insgesamt drei und die Reseller-ID in die Spalten. Wir haben also drei Reseller-IDs. Und drei Regionen. Jetzt sollen wir das Material nach durchschnittlicher Summe berechnen. Daher gehen wir einfach rein und sagen, unsere Summe kommt hier rein in die Werte. Im Momentan steht hier Summe von Summe. Aus diesem Grund gehen wir einfach drauf und sagen Werteinstellungen und gehen von Summe zum Mittelwert. Wir wollen ja den Durchschnitt berechnen. Wir drücken OK und der Durchschnitt ist berechnet. Jetzt formatieren wir das Ganze noch. Das in Euro und wir möchten keine Gesamtergebnisse haben, deswegen gehen wir in die Registerkarte Entwurf, gehen auf Gesamtergebnisse und sagen für Zeilen und Spalten deaktiviert. Schon haben wir die durchschnittlichen Summen pro reseller id in unseren Regionen berechnet. Für die fünfte und letzte Stufe bedarf es schon einiger Excel-Erfahrung. Finde durch eine kopierbare Formel die Summe der entsprechenden reseller id und Region-Kombination. Wir haben hier also die reseller id 11082. Wir sollen hier automatisch die Werte für Deutschland, Schweiz und Österreich finden. Das Ganze kann jetzt mit mehreren Funktionen durchgeführt werden. Wir könnten das Ganze wieder mit SUMME wenn S machen. Falls du wüsstest, wie diese Formel mit SUMME wenn S ausschauen würde, bitte schreib es mir unten in die Kommentare. Wir werden das Ganze mit dem X-Verweis lösen. Wir starten also rein mit der besseren Variante des S-Verweises. Ist gleich X-Verweis. Und als Suchkriterium haben wir hier drüben die Resell ID. Unsere Suchmatrix, wo wir die Resell ID suchen, ist natürlich hier unten in der Spalte Resell ID. Steuerungsschift Pfeil nach unten und wir fixieren das Ganze mit F4. Rückgabematrix soll ja die Summe sein. Also hier drüben die Rückgabematrix ist die Summenspalte. Steuerungsschift Pfeil nach unten F4. Wir brauchen keinen Wert, wenn nicht gefunden. Der Vergleichsmodus soll exakt sein. Und der Suchmodus soll vom ersten zum letzten Element sein. Klammer zu und Enter. Jetzt schaut das Ganze schon einmal nicht schlecht aus. Wir haben ja zumindest einen Wert gefunden. Allerdings suchen wir aktuell nur nach der Resale-ID und nicht nach Deutschland, Schweiz oder Österreich. Wenn ich das also rüberziehe, bekommen wir einen Fehler. Wir müssen nicht nur nach der Resale-ID suchen, sondern auch nach Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir haben also sozusagen einen S-Verweis mit zwei Suchkriterien. Im ersten Schritt stellen wir uns noch einmal in unser Suchkriterium rein und fixieren das Ganze mit F4. Danach stellen wir uns dahinter hin und machen ein UND-Symbol. Und wir suchen sowohl nach unserer Reseller-ID als auch hier oben nach dem Wert Deutschland. Der muss jetzt nicht fixiert werden. Und jetzt suchen wir A4 in der Spalte C7 bis C43 und wir suchen B3 in der Spalte wieder mit einem UND verbunden. Region, nämlich B7 bis B43. Das Ganze muss wieder fixiert werden. So schaut also die ganze Funktion aus. Wir suchen nach A4 und B3 in den Spalten C7 bis C43 und B7 bis B43. Und das Ganze soll dann ausgegeben werden aus F7 bis F43. Und bitte mit einer genauen Übereinstimmung. Wir drücken Enter und wir haben 11 Euro gefunden. Wir ziehen das Ganze rüber. Wir haben 143 Euro in der Schweiz und 52 Euro in Österreich. Schauen wir uns kurz an, ob das Ganze korrekt ist. Österreich mit 42,93 Euro. Wir gehen etwas nach unten, finden hier Österreich mit 82 und haben unsere 52,93 Euro. Und das waren nun alle fünf Stufen des Excel-Tests. Wie versprochen, möchte ich dir jetzt noch zeigen, wie die bessere Variante der ersten Stufe funktioniert. Doch davor eine kleine Anmerkung. Falls du ein paar Probleme hattest mit den Aufgaben, die wir gerade gearbeitet haben, wäre vielleicht mein Excel Neugewinn Online-Kurs ideal für dich. Mit Excel Neugewinn erkläre ich dir in fünf Modulen alles, was du wissen musst, um von Anfänger zum Profi in Microsoft Excel zu werden. Arbeite schneller, fehlerfreier und selbstsicherer im Programm Microsoft Excel. Ich habe hunderte Stunden Videomaterial und tausenden von Zeilen Feedback. In mehr als 50 Videolektionen zusammengefasst, um dir alles zu zeigen, was du wissen musst, um besser, schneller und fehlerfreier in Microsoft Excel zu arbeiten. Falls dir Videos wie diese gefallen, würde ich mich wirklich freuen, wenn du meinen Online-Kurs Excel-Neugewinn unter www.neugewinn.de abchecken würdest. Und jetzt, wie versprochen, zeige ich dir die bessere Variante der Stufe 1. Ich habe dir am Anfang des Videos versprochen, zu zeigen, wie du in diesem Fall die komplette Zeile markieren würdest. Das müssen wir nämlich mit einer eigenen bedingten Formatierung lösen. Wir stellen uns hier rein und markieren die komplette Spalte ohne die Überschriftenspalte. Ganz wichtig. St shift Pfeil nach unten, die komplette Tabelle ist markiert. Wir gehen auf bedingte Formatierung und auf neue Regel. Hier sagen wir Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Jetzt benötigen wir Hunden eine Formel. Und die kann entweder wahr oder falsch sein. Also so ähnlich wie in einer Wenn-Funktion. Und wir müssen ja die Werte über 4 Euro markieren. Das heißt, wir schreiben rein, wenn ein Wert, also in unserem Fall der Wert E5, über 4 Euro ist, dann wäre das Ganze wahr. Wenn er nicht über 4 Euro ist, ist es falsch. Jetzt müssen wir allerdings Folgendes beachten. Die bedingte Formatierung funktioniert so. Er schaut sich jede Zelle einzeln an. Und sagt dann, ist das Ganze über 4 oder nicht? Aus diesem Grund müssen wir die Spalte E fixieren. Das heißt, er darf sich jede Zeile anschauen, er darf aber nicht aus der Spalte E raus. 5 wird allerdings nicht formatiert. Das Format ist in unserem Fall, ich mache mal ein schönes dunkelgrün und drücke OK. Ich drücke nochmal OK und schon werden alle Zeilen mit Nettobeträgen über 4 Euro dynamisch farblich hervorgehoben. Und das war bereits der komplette Excel Test, den ich dir heute zeigen wollte. Bitte schreib mir unter die Kommentare, wie es dir gegangen ist. Konntest du alle Beispiele oder hattest du irgendwo Probleme? Falls dir Videos wie diese gefallen, würde ich mich wirklich über einen Daumen nach oben freuen. Es dauert nur eine Sekunde. Falls dich Videos rund um Microsoft Excel und digitalen Arbeiten interessieren, überleg dir diesen Kanal zu abonnieren. Es ist kostenlos und du kannst deine Meinung jederzeit ändern. Wenn du noch mehr über Microsoft Excel lernen möchtest, würde ich dir empfehlen, dieses Video anzuklicken. Dort erkläre ich dir die wichtigsten Funktionen, die du in Excel kennen solltest. Ansonsten freut es mich, dass ich dir weiterhelfen durfte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!